Nächste Partie Nummer 20, Jens Rittmeier, Jörg Konjaz. Jens Rittmeier, Jörg Konjaz, bitte auf Tisch 20. Marco Schmidt, bitte auf Tisch 18. Marco Schmidt, bitte an Tisch Nummer 18. Dritte Tagesgruppe, 18 Uhr, Lukamin gegen Rainer Wohlrab. Ja, wir hatten gerade kurze Tonprobleme. Die Spieler haben netterweise kurz gewartet, damit wir hier auch wieder mit Ton weitermachen können. Lukamin hat in dieser ruhigen Phase ohne Ton aber mal eben das 1-0 geschossen, nachdem dem Rainer beim Break die Weiße gefallen ist. Und ja, hat jetzt ihr eigenes Break. Und ja, schauen wir mal, was hier heute noch so geht. Lukamin, denke ich mal, einer der bekanntesten deutschen Nachwuchstalente in der Jugend, einige Titel geholt. Auch jetzt in der U23 meine ich mich zu erinnern, dass da einiges gewesen ist in der Vergangenheit. Ich denke, das wird von Rainer eine nicht so leichte Aufgabe, sich dagegen zu stellen. Startet hier auch mit den Vollen. Wenn wir uns den Tisch mal so betrachten, sind alle Vollen relativ frei spielbar. Das heißt, 7, die 3, 2, 1 und 4 sind relativ deutlich, in welches Loch sie gespielt werden sollten. Und mit der 5 scheint Luca wahrscheinlich über die 3 wenig Probleme zu bekommen.
Die Videopartie zwischen Nummer 5, Michael Becker, Marino Schuchess. Ja, wir sind hier in der ersten Gewinnerrunde der 18 Uhr Gruppe. So, Luca Min hier verschossen. In der Zwischenzeit habe ich einen Gast neben mir sitzen. Eine, wie würde ich sagen, altbekannte Kommentatorendame. Die Kiki Grimm ist hier gerade mal eben drüber gestolpert. Ja, hallo. So schön, wieder hier zu sein. Ja. Hier rechts hinten in der Ecke. Ja, ein altbekannter Platz. Ja, genau. Danke für die Anmoderation. Ja, sehr, sehr gerne. Ich freue mich, am Ardennen Cup. Immer wieder gerne. Kommentieren zu dürfen, genau. Es steht 1-0, oder? Für den Luca? 1-0, ja. Genau. Und der Rainer ist am Tisch. Was ist passiert? Ich glaube, Luca hat verschossen. Luca hat die 5 verschossen, genau. Okay. Ja, ich habe gerade schon angekündigt, dass Luca schon in der Jugend und jetzt auch in der Spätjugend U23 relativ bekannt ist. Und dass für den Rainer schon ein Stück Arbeit ist, sich dagegen zu stellen. Ich glaube schon, Luca ist auf dem Papier Favorit. Würde ich deutlich sagen. Er hat gestern auch das Doppelturnier hier gewonnen. Ach ja, hat er gewonnen. Und genau, also soweit ich das weiß, hat er das gestern gewonnen. Aber die sind ja auch noch jung, ne? Die schaffen das auch nicht. Wenn es mit der Kondition ja trist, mit der Kondition dann wird schwierig. Vor 5 Jahren auch noch so schön hier am Livestream. Na gut, also, was macht er mit der 10? Ich habe vorhin auf einem Tisch gespielt, der nebendran ist. Und ich kann euch sagen, ein Rücklauf ist sehr einfach zu spielen auf dem Tisch. Die sind sehr heiß im Moment. Und neues Tuch auch, neu frisch bezogen. Genau, es ist super rutschig. Ich denke mal, viel Kraft braucht man hier sehr, sehr selten. Ja, ich habe viel, viel geschubst, ja. Und kann ich auch sehr ans Herz legen. Ja. Also das Spiel lief gut. Ja, genau. Ja, wir haben vorhin schon abgecheckt. Tristan und ich, wir haben uns beide qualifiziert heute. Genau. Ja, beide tatsächlich mit 3 Siegen. Super, echt. Ja, mir ist das noch nie passiert. Den Tag schnell abgeschlossen. Und jetzt den Rest genießen wir dann halt hier und betrachten das Ganze mal von außen. Genau. Ich tatsächlich durfte vorhin mein erstes Spiel direkt hier auf dem TV-Tisch genießen. Also hast du schon Erfahrung. Hab Erfahrung, genau. Und kann halt bezeugen, dass es halt wirklich enorm schnell ist und der Tisch läuft mega lang. Hier sieht man das jetzt, er spielt ihn super langsam und er läuft echt weit noch hinterher. Und ja, es ist schon ein großes Kino hier, auf jeden Fall die Kontrolle über das Tempo zu halten. Ja, ist das safe, der Luca? Sieht er die 1 noch? Ich kann mir von hier aus vorstellen, dass er die 1 auf jeden Fall sieht. Also ich glaube, der ist da ein bisschen zu dünn drauf gelaufen. Ja, aber kann sie links ins Loch noch einschießen, oder? Ja. Also, die Frage ist, was da mit der Weißen passiert. Ja, vielleicht, ob sie auf die 15 draufläuft oder noch dran vorbei. Aber dran vorbei. Ja, glaube ich. Wahrscheinlich schon. Stellung 2. Ja, ja. Trifft sie nicht genau, ja. Aber ich sehe mal, die 12 liegt da relativ sicher. 15 auch nur auf ein Loch spielbar. Also man muss da schon mit 9 und 13 sehr stark reinstellen. Ja, die 13, wenn die auf Mittelloch lochbar ist jetzt, als Rückzug auf die 15 und von dort aus die 12. Spieler. Die 13 auf Mitte. Vielleicht brauchen wir eine Bande Mitte. Schon, Hauptsache irgendeine Mitte. Ja, oder auch mit der 9. Ja. Mitte Loch ist also die beste Mitte, oder? Ich muss mich ein bisschen. Muss ich ja noch meine Wohlfühlposition finden. Ja. Brauchen wir uns nicht mehr bewegen. Ja, genau. Spielt er wieder safe. Ja, war auch schlau, da nichts zu riskieren. Anscheinend geht die Kugel da nicht auf die Mitte, aber das war ein bisschen zu fest. Gibt dem Luca hier die Kombi oder vielleicht noch eine Vorwende auf die 1? Naja. Ja, Vorwende sehe ich nicht. Ja, aber tatsächlich die Kombi. Also es fällt halt auf hier, dass wenn man sehr langsam spielt, doch schon einiges fällt. Wenn man viel mit Tempo arbeitet und mit Kraft, dann sind die Taschen auch sehr böse und lassen auch mal weniger zu. Aber ich denke mal hier, da alle Kugeln sich in dieser Hälfte befinden, braucht man nicht viel mit Kraft arbeiten. Ja.
Ich hatte da alle Kugeln beieinander. Gut, wenn der Kombi 4 auf 2 spielt, läuft die 4 an die lange Bande. Da muss er mit rechnen. Ja, wahrscheinlich erst 5, dann 2, 4. Genau, und stellt sich die 4. Achso, nein, Quatsch, er spielt die 2 einfach direkt. Natürlich. Ja, ich muss auch sagen, ich habe 5 Jahre, glaube ich, oder sagen wir 3 Jahre war der letzte an den Cup. Seit 3 Jahren habe ich einmal, zweimal 8-Ball gespielt. Und dann am Donnerstag letzte Woche habe ich zum ersten Mal wieder 8-Ball gespielt. Es ging mir gar nicht gut dabei sozusagen. War sehr langsam und heute auch, aber muss erst wieder reinkommen. Ja, das stimmt tatsächlich. 8-Ball ist ja auch nicht so das gängigste Spiel. Also sagen wir, die meisten Turniere sind ja so 9-Ball, 10-Ball mittlerweile. Aber 8-Ball findet man dann doch eher selten. Ja, deshalb zu gucken und lernen. Für mich. Also. Ja. Vorbereiten auf die Endrunde. Ja, wir sehen hier, Luca macht das 2-0. Ja, was spielst du in der Liga lieber? Tatsächlich habe ich in der Liga hauptsächlich 14-1 und 9-Ball gespielt. Oh, okay. Wenn wir nicht gerade ein Doppel gingen. Gut. Sind wir noch live? Noch mal nach der Werbung zurück. Also 14-1 9-Ball spielst du? 14-1 9-Ball habe ich jetzt in der Regionalliga-Saison für mich gespielt. Und wenn man nicht mal im Doppel war, ich habe tatsächlich sehr viele Einzel gespielt. Und Na, guck mal, ich habe jetzt auch in meinen Sätzen sehr oft das Break von der Seite auf die zweite Kugel gespielt. Mhm. Ich weiß nicht, ob er jetzt die erste gerade. Nee, ich glaube, der zielt auch die zweite Kugel. Also ich mache das zum allerersten Mal. Ich habe den Tipp kurz vor meinem Cup bekommen, deshalb. Ich kenne mich damit noch nicht aus, aber ich war sehr erfolgreich. Und welcher Tipp wurde da benannt? Ja, eben. Jetzt verrate ich mal. Ja. Naja, auf die zweite Kugel, so Druckball, wenn du von links spielst, mit rechts. Jetzt habe ich jetzt zu viel verraten. Genau, wir verraten mal nicht viel. Aber man sieht ja auch hier beim Rainer, der hat das ja genauso gemacht. Und jetzt auf beiden Seiten jeweils. Und beiden Seiten ist auch die Weiße gefallen bei beiden Breaks. Ah, okay. Das heißt, je nachdem, wie er diesen Tipp aufgenommen hat, den er von irgendwem wahrscheinlich gekriegt hat, vielleicht nimmt er das Effet nicht, was du gerade fast gesagt hättest. Mhm. Was? Also ich spiele tatsächlich sehr viel von vorne drauf. Also nicht direkt vom Mittelpunkt, sondern so 2 Kugelbreiten aus dem Zentrum raus. Das ist so der Standardball. Aber wenn dann nichts fällt, ist das Eck halt auch brutal offen. Ne? Ja. Wobei, wenn ich das Break sehe, ist es ja auch jetzt nicht groß kompliziert. Also er kann die 4 noch zwischen 12 und 9 spielen und hat so alle Möglichkeiten offen. Mhm. Wir sind ja nur noch 4 voller am Tisch. Genau. Ja. Die Arbeit ist schon fast getan. Ja, fast getan. Die Arbeit ist schon fast getan, ja. Aber natürlich im Billard ist es nie gewiss, was passiert. Ja, und gerade wenn es einfach wird, wird es eigentlich am schwierigsten. Aber trotzdem favorisieren wir Luca hier, der Letzte am Tisch zu sein. Wenn er jeden Ball nochmal mit der Bande mitnimmt, das ist der Letzte. Aber ja, 5 zurückziehen auf die 3. Ja, scheint dann so. Über, ja, 2 Banden. Ich denke, 2 Banden wird der klüger sein, also vor 11 und 15. Bevor man da noch hinten, ja, schaut er sich auch so an. Bevor man sich da noch hinterlegt. Genau, ja, also 2 Banden zwischen 11 und 15 durch. Ja. Ja. Ja, spielt das hier solide runter. Ja, komm durch. Ja. Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und sage, das ist das 3-0. Meinst du? Ich glaube schon. Ja. Oh, wow. Nostradamus. Ja, ein bisschen vorhersehen kann man ja schon. Na gut.
Groundbreak. Ja, genau. Das ist jetzt die erste Gewinnerrunde. Das ist die erste Gewinnerrunde, genau. Ja, wie gerade schon von uns beiden gesagt, drei Spiele muss man durch die Gewinnerrunde, also ja, zwei in der Gewinnerrunde gewinnen, eins in der Hauptrunde, dann ist man schon qualifiziert für die Endrunde. Ja? Ich glaube, also ich habe drei Spiele gemacht. Okay, ja, wenn ich nicht einen Freilos vorher hatte, dann wird das so sein. Eben, ich denke mir auch, ich habe das immer mir erzählt und er hat gemeint, da musst du aber einen Freilos gehabt haben erst dran. Aber es ist ja so, wie es ist, man hört genau. Vieles. Ja. Und dann war ich mir auch jetzt nicht sicher, waren es jetzt drei. Ich habe auch den Turnierbaum nicht genau gesehen. Ich habe ihn gar nicht Next gesehen. Games. Genau. Ich habe mir meine Kür zusammengeschraubt, bin gegangen und wurde wieder zurückgerufen. Ich glaube nicht. Ich glaube, die Felder bei uns waren voll besetzt. Ja, stimmt. Bei uns. Ich glaube, heute kam eine Nachricht, dass irgendwie ein Platz frei sei, aber bis dahin war ja alles immer voll besetzt. Ja. Nur jetzt in der 18 Uhr Gruppe haben sie noch ein paar ausgerufen. Ja. Aber die wurden dann, glaube ich, auch nachbesetzt. Gut, also Break was gefallen, die zweite Kugel auf Mitte. Da sehen wir es sogar in der Wiederholung. Das ist neu für mich, dass es sowas gibt. Voll cool. Schön, schön. Nee, das haben wir genau gut gesehen. Das einzige kleinere Problem ist 3-14-8 an der Mitteltasche. Mhm. Ich weiß nicht, ob die 3 an der 14 ins Mittelloch geht. Das sieht so aus, als wird da nicht wirklich was gehen. Nee. Oder? Vielleicht die 3 in die Ecktasche an der 5-14 vorbei. Ansonsten liegt die 1 ja auch schon fast gemacht dafür, um da dran zu arbeiten. Denke ich, genau, in solchen Fällen, wenn man so ein Problem hat, dann sollte man auch überlegen, mit welcher Kugelgruppe kann ich das Problem am ehesten lösen. Liegt da ein Ball in der Nähe, mit dem ich da schön lösen kann oder drauf stellen kann. Und der Luca hat ja freie Auswahl. Also wird er das sicherlich beachten. Nimmt er voll. Und den Touch hat er nicht beabsichtigt wahrscheinlich. Und muss jetzt schon fast die 4 spielen. Wobei die 5 auch gehen. Ja. Und vielleicht geht sogar die 3 in der 14 vorbei ins Mittelloch. Genau, also wenn das so Stand ist, also wenn er da gar nicht dran arbeiten muss, ist ja auch die 3 gut gestellt als der letzte Ball vor der 8, um sie direkt gegenüber zu versenken. Ja, spielt die 5. Also, so wie ich in Spielen sehe, glaube ich tatsächlich, die 3 ist, geht auf Mitte. Ja. Er wirkt da jetzt nicht so, als würde er viel rummessen und schauen, wie viel man löst. So nee. Ja, man kann ja auch viel von der Körpersprache, auch wenn man der Gegner ist, dann manchmal. Wenn der Gegner sich so eng verstellt, dann kann man viel sehen, geht der Ball oder nicht von der Körpersprache. Ja, und jetzt wäre ja, wo er die 5 gelocht hat, die 4 ja tatsächlich, wenn er sie hätte lösen müssen, besser, um auf die einzustellen. Und da das dem komplett aus dem Weg geht, scheint es für mich, dass die 3 auf jeden Fall auf Mitte geht. Ja. Da guckt er sich sie auch an. Also. Ja, Rainer nicht so begeistert wahrscheinlich. Mit Rainer hinten. Aber konzentriert. Ist ja, man muss dazu. Genau, erstmal noch Gewinnerrunde. Hat noch nicht verloren. Und dann ja, sein eigenes Break tatsächlich beide Male durch einen Foul übergeben und schon geht es bei einem Luca auch sehr schnell. Ja, also, das ist er eben. Er hat nicht viel falsch gemacht. Er war schon am Tisch. Aber wenn zweimal die Weiße fällt, ist es natürlich sehr schwer. Mal schauen, ob er jetzt bei seinem nächsten Break was ändert. Ja, genau, sicher. Egal, was Luca macht, sicher ist, einmal breaken, da war noch. Mhm. Ja, ich habe dann schon variiert, auch mal von der Mitte gebreakt. Auf dem Nebentisch von der Mitte breaken auch gut. Genau. Ja, ich meine, dadurch, dass sie hier neu bezogen sind, ist es ja häufig noch so, dass man gar nicht so viel Kraft braucht, um zumindest die Kugeln in zweiter Reihe nochmal so ein bisschen auf die Mitteltasche zu drücken. Ne? Mhm. Also das war bei mir tatsächlich im ersten Spiel so der Plan, dass man die zweite Reihe auf die Mitteltasche bringt. Ja. Aber egal wie, 3-0, 4-0, Luca Mendt.
Jetzt bin ich gespannt aufs Break, ob er was ändert, ob er es weiter so durchzieht. Was macht Rainer? Ach ja. Die weiß sehen. Ja, das war ja, viel bisschen zäh. Ein bisschen ins Fallen. Synchron, ja. Beide Kugeln gefallen. Aber doch ein bisschen enger da alles zusammen. Ne? Ja, so auf den ersten Blick würde ich sagen, die Vollen liegen da. Aber naja, 4-5. Vor der 8 sind die Vollen auf jeden Fall, schauen die besser aus. Die Frage ist, die 8 an der 11 unten vorbei. Wir schauen uns ja alle Kameraperspektiven gerade an, um zu gucken, ob die 8 dann an der 11 vorbeigehen würde. Schwierig. Aber sie wird noch in andere Taschen gehen. Auf jeden Fall Mitteltasche rechts. Also von ihm aus links. Fängt auch mit dem Vollen an. Ja, bis jetzt konnte Rainer ja noch gar nicht so zeigen, was er drauf hat. Ne, vorhin so ein bisschen die ein oder andere Safe-Muster spielen. Bin gespannt, ob er nochmal eine Aufholjagd startet. Im Prinzip alle Kugeln von ihm liegen jetzt an einer Tischhälfte. Mhm. Kurze Wege. Die 8 ist ein bisschen schwierig. Aber jetzt hat er eigentlich die 5, kann er auf lang spielen. 1 auf Mitte theoretisch auch. Ne? Der 4, 11, 7, 2. Okay. Oh, okay. Ich habe schon weiter gedacht. Ja, es passiert ja so schnell. Wahrscheinlich hat er auch schon weiter gedacht. Das passiert auch nicht mehr so beachtet. Meisten, ne? Ja, mir natürlich auch schon hunderte Male. Ja, wer kennt's nicht. Aber jetzt bin ich gespannt, aber was der Luca davor liegt hat. Liegt schon schwierig für den Luca. Also die 2 Kugeln da neben der 8. 13 verdeckt durch die 5. Ja, genau, die auch noch. Hat Rainer da jetzt schön hingelegt. Ja, da wird der Rad teuer. Manchmal möchte man einfach safe spielen, einfach aussteigen. So, ja. Aber auch das scheint nicht so einfach. Aber, ne? Ja, genau, das ist meistens im Achtball nicht so einfach, wenn der Gegner noch 4 Kugeln hat. Also ich würde ja behaupten, wenn er die Partie ausmacht, dann hat er es wahrscheinlich verdient. Aber das ist auf jeden Fall ein hartes Stück Arbeit. Ja, genau, mit der 10 kann er jetzt 2 da unten lösen. Ja, spielt Sicherheit. Möchte die 5 lochen. Oh, wow. Die kann man auch so das machen. Das können ja. Wir mal sehen, wie groß die Löcher sind. Ja, das machen ja auch viele, ne? Gerade beim Warmspielen erstmal so 2 Kugeln da reinlegen, ja, genau. Gucken, was passt eigentlich in diese Taschen. Ja. Luca hat uns das mal kurz demonstriert, locken, was so oder? Geht. Ja? Ja, ich glaube, außer macht ja ein bisschen Artistik. Wird da nichts meinst mit der Kugel. Glaube ich ja. Nicht. Gut, ganz dünn könnte die 5 spielen, dann wird sie wahrscheinlich fallen. Meinst du? Ja, wenn er die nicht so böse auf der Kante. Richtung 10 spielt in die Richtung. Also ganz dünn. Ich kann mir aber vorstellen, dass er sagt, ich will die liegen lassen. Weil er könnte ja wahrscheinlich auch hier unten auf die 7 kommen noch. Ne, ganz lang, die 7 liegt ja auch relativ nah vorm Loch. Aber die 5 hält ihn ja immer noch so ein bisschen mit der 13 im Spiel. Ja, stimmt. Ich könnte eigentlich besser nicht wegspielen. Ja, ich schätze, dass er die liegen lässt. Ne? Genau, so wird er jetzt lange auf die 7 starten. Jetzt mit der 1 und auf die 1.
Heinrich kann ja auch gucken, ob er mit über 7, ja, er spielt zu langsam, meinen Gedanken zu vollständigen. Hätte er vielleicht auch mit ein bisschen Effet auf die 9 kommen können, um die 8er freizulegen. Aber das hat sich ja mit dem... Du meinst von der kurzen Bande hin? Ja, genau. Auf den 9? Mit dem Nichtlochen aber erledigt. Plan zu Ende. Ja, auch einfach mal wieder abgeben. Und trotzdem bleibt weiterhin Arbeit. Also für Lukas würde ich fast sagen, dieselbe Situation, nur eine andere Grundlage. 14 kann er zwar einfacher lochen, aber trotzdem liegt die 5 da. Trotzdem liegen 11 und 15. Schwierig. Nein, ich glaube, er hat die 10, wobei der 5 angesagt. Ja, er möchte auch wieder... Also er hat sie angesagt, ja, er spielt sie mit einem Sicherheitsgedanken. Klar, die 4 ist lochbar, aber ja, schon auch schwierige Stück Arbeit jetzt mit der 8. Also genau. Vielleicht schafft er mit der 4 auf die 11 drauf zu laufen, aber dann die 4 zu lochen, weiß ja, ein bisschen... Tisch ist mit, schnell, ne? Also ja, ich bin gespannt. Vielleicht auf die 11. Ich wüsste ich gerne, was Billardspieler so denken. Mhm. Ne, was hat er jetzt vor? Will er lösen? Muss er mit ein bisschen Tempo arbeiten? Ja, ich erfahre hier gerade ganz viel, was du denkst. Ich hätte viele Gedanken. Ja. Viel hängt daran, wo ich wüsste, wo, also wenn die 8 an der 11 vorbeigeht. Also ich glaube, das würde vieles einfacher machen. Ich glaube, sie geht da nicht vor. Ich glaube auch nicht. Ich glaube, dann wäre er schon schneller entschieden für sich. Ich glaube, die 8 geht auch vielleicht bei der 9, aber wahrscheinlich auch nicht. Ja, das glaube ich noch weniger. Okay, spielt langsam. Ja, er kann das nächste Loch zumachen. Also hier sehen wir nochmal in der Wiederholung. Ja. Genau. Also er spielt die halt langsam, um halt nach 7 und 2 zu gehen. Hat auf jeden Fall jetzt ein weiteres Loch verdeckt. Aber Luca hat jetzt auch eine Kugel deponiert. Ja, interessant. Jetzt ein bisschen Taktik hier. Was macht er mit der 9 jetzt? Was zählt er da an? Oder? Ja, also die 10 kann er nicht lochen. Da liegt auf jeden Fall die 11 im Weg. Ich schätze so viel. Ja, guter Rat ist teuer. Okay. Eine Bande, die 4 lochen. Auf jeden Fall ein sehr taktisches Spiel. Das ist hier schon. Ja, wenn jemand hier schon über Bande versucht. Genau, wer hat die meisten Taschen im Loch? Ja. Ja, nicht sehr zufrieden mit so einem Stoß. Im Prinzip, ja, der Rainer hat auch wieder jetzt alle Karten in der Hand. Die 7 geht da dünn vorbei. Und die 8 ist offen. Jetzt. Endlich. Ich glaube, er kann sogar die 4 spielen. Also es scheint mir fast so, als wenn er jetzt auf die 4 geht. Auch wieder sehr langsam. Ja, mit Vorwande. Jetzt hat er alle Möglichkeiten offen. 7 ist machbar. 1 auf Mitte ist machbar. 8 ist frei. Ein bisschen schwierig da hinzukommen an die 7, glaube ich. Also ich als Linkshänder. Es wäre schon jetzt nicht besser eigentlich die 7, aber du weißt ja nicht so wirklich, was passiert. Er spielt beide. Ah, ist ja. Ah ja, okay. Ja. Das war leicht. Scheint auch nicht das erste Mal das gemacht zu haben. Oder hat sich ergeben, ganz gut, hat er gut gesehen. Und die 8 geht auch an der 9 vorbei. Also hat er wirklich das 1. Zu 4 fast sicher. Fast. 3 Kugeln stehen noch vor ihm. Ja. Und die wichtigste, würde ich fast sagen, kommt jetzt. Die Stellung. Ja, weil wenn die zu weit kommt. Das wäre nicht gut. Also ja, ich glaube, das reicht. Ja, kann er jetzt sogar gerade vorlaufen lassen. Genau. Vielleicht hat er sogar ein bisschen mit dem Winkel nach rechts. Jetzt guckt er sich die auch vorbei. Genau. Ja,
extra ein T-Shirt für den Ardennen-Cup. Ja. Schön, ja. Da sieht man die Zugehörigkeit. 25. Jubiläum, ne? Ja. Ach ja, stimmt, das ist das, was sie verkaufen. Kann man ja mal machen, ne? Oder? Genau. Ja? Ach ja, stimmt. Ja. Ja, ich habe gesehen, es gibt noch auch so Tassen und so kleine Souvenirs und so. Ja, sollte eigentlich schon vor 2 Jahren stattfinden hier, ja, genau, das 25. Jubiläum. Aber wir wissen ja, warum es alles verschoben wurde. Corona macht es möglich. Zum Glück. Oh, und zu unserer Freude sehen wir... 8 von der Bande. 8 von der Bande, genau. Sehen wir, dass es hier alles möglich ist. Ne? Viele Menschen wieder unter Freude und ein schön bildes Turnier. Es hat sich nichts geändert. Ne? Nichts, wie immer. Sie sieht so aus, wie immer. Also erst 1 Jahr her. Ja, hier im Lukamen, Rainer Wohlrab, 4-1. Spielst du eigentlich noch Liga? Ja, ich habe jetzt dieses Jahr zum ersten Mal wieder. Gut zu wissen. Alles klar, also Break von Luca. Vielleicht zum Sieg on the hill. 4-1. So, und fällt nichts. Nichts? Na, da. Weißt du, sah erstmal gut aus, ne? So, und jetzt kann man den Gegner richtig schön unter Druck setzen. Jetzt, unter Rainer, an Rainer Stelle, ja. Nämlich machst schon das 4-2, eigenes Break, 4-3 und dann kommt und schon stehst du dann, ne? Schon schwitzt der Luca. Ja, also. Aber dafür die. Eine 6. Oder? Ja, er spielt tatsächlich erst die 4. Ich habe sie aber auch am Anfang nicht gesehen, vielleicht. Ja, ich dachte mir, auf die 6 ist es auch nicht so einfach zu stellen. Ignoriert die 6 jetzt spielen sollen, weil also die 6 ist nicht einfach zu stellen, finde ich. Nicht viele Stellkorridore. Ja? Genau, die 9 liegt daneben. Ne? Also ich würde sagen, wenn er die 6, also ich würde fast schätzen, er nutzt die 6 für die Stellung auf die 8. Ja.
Aber die 9 ist halt auch nicht ungefährlich. Ne? Wenn der zu weit läuft, dann hat er mehr eine Safe. Oh, jetzt geht der Winkel aber noch in die andere Richtung. Immer gewaltig. Oh, mit 6 wäre noch spielbar, aber gut. Also 2 als Übergreifer ist schon auf Stellung 6 zu spielen ganz schön schwierig. Ja, würde ich auch sagen. Also ich schätze, der Weg 6, 4 und dann an die beiden 1 und 2 hoch wäre wahrscheinlich etwas einfacher gewesen. Aber das lässt sich von hier aus ja auch leicht betrachten. Ne? Genau, die 6 auf Mitte, lange Wande, kurze Wande, Stellung 2, wäre schön mit ein bisschen Winkel. Ich habe überlegt, dann könnte vielleicht auch die 2, na gut, die 2, die 6. Guck mal, wo die Weiße lang geht. Ne? Genau. Also Lochen ist ah, drin. Ah, sogar spielt sie ja, mit Schmackes und hat schön Winkel. Strang und dann gut, guten gut Winkel. Und ja, mit der Tischstellung jetzt nur noch darüber kommen, irgendwie auf die andere Tischhälfte. Auch nicht so einfach da an den ganzen Halben vorbei. Also man könnte jetzt ganz viel mit Zug und Linksefee arbeiten und die 8 direkt ins Eckloch spielen. Ja. Also du meinst oder, quasi oder zurück zwischen 14 und 9 zurück. Ja, oder halt als Druckball zwischen 13 und 11. Ich würde sagen, zwischen 14 und 12 ist es oben. Also direkt nur gerade einmal die Bande entlang, ne? Parallel zur kurzen Bande. Scheint mir auch so, dass er das macht. Ja, genau. Parallel zur kurzen Bande. Das meinte ich auch. So. Zweite Option. Ja, und jetzt kommt die Situation, dass wir sagen, wahrscheinlich doch eher auf Mitte. Ja. Ja, wir wollen ja daran erinnern, Rainer hat hier nach eigenes Break. Ne? Also macht er jetzt das 4-2, hat er die Möglichkeit, direkt ein 4-3 hinterher zu schicken. Und er hat jetzt herausgefunden, wie er richtig breakt. Ja. Das wird nicht die Weiße zu. Also er ist gefährlich. So, er guckt. Was guckt er? Das fragen wir gerade auch. Also. Das ist wieder, ne? Jetzt würde ich gerne wissen, was denken. Also was guckt er? Guckt er sich eine Möglichkeit, eine Bande Mitte an? Ja, ich dachte jetzt auch vielleicht, ob die Weiße fallen kann. Oder so, dass er sich guckt, dann guckt die Weiße, als wenn du das 8 lang reinschießt, die Weiße als Laufball vielleicht, ob hier rührt, aber das ist ja auch. Ja, ich glaube. Also, was noch macht in der Weise? Ah, er schießt ja eine Bandmitte. Ja. Also, gerade hat er auch nochmal lang angeguckt, ne? Also, einfach die Bande entlang. Ich denke, mit einem ruhigen Tempo. Ja, er sagt sie lang an. Wieso sitzt, keine Ahnung. Ich kann nicht mal die Zeichen deuten. Okay. Okay, ich glaube, er ist sich sicher, er will sie lang spielen. Was? Gut, vielleicht hat er auch überlegt, wo bleibt die Weiße liegen, wenn er sie verschießt, dass sie vielleicht Press an die 15 ranläuft. Da. Der war weit vorbei. Da sind auch Emotionen im Spiel. Natürlich, er hat alles auf der Hand gehabt. Er hat jetzt auch die 8 vor die 11 gelegt. Genau, also sagen Tempo war so, ja da. Er guckt genau. Wieder an den Tisch, sieht, okay, er hat ein Problem hingelegt. Natürlich ärgert es ihn. Und die Wahrscheinlichkeit ist so hoch, dass der Rücker ausschießt und den Satz gewinnt. Aber naja, schade. Aber gut. Bis so. Dahin gut gerettet. Ne? Also es sah kurzzeitig schon schlecht aus, dann gut gerettet. Also Luca fängt jetzt wohl mit der 14 an. Ja, oder? Ich glaube, er spielt eine Sicherheit. Ach. Ah, okay. Ja, weiß er, also ganz zart unter der 15. Aber guck mal, er spielt die 15 ein bisschen besser hin. 11 wird 11 verdeckt, Weiße. Ja. Aber also mich wundert jetzt schon, also natürlich ist es auch schlau, aber man sagt ja auch manchmal, es ist schon ein Risiko, den Gegner wieder an den Tisch zu lassen. Genau. Und hier gibt es ja Möglichkeiten. In dem Fall hätte er jetzt auch die 14 laufen können. Genau. Gut, er denkt sich ja vielleicht, er fühlt sich jetzt wohler damit und
fertig, aber so für meine Logik. Also ich hätte auch gedacht, dass er die Partie angeht, also dass er sie versucht, da unten auf die Elf zu stellen, weil Möglichkeiten hat er. Der ganze Tisch ist offen, ne, mit seinen Möglichkeiten dachte ich, er versucht das. Weil, wie du sagst, ne, also jetzt die Möglichkeit, Vorwand 8. Wenn er sie trifft, ärgert man sich, warum man es nicht versucht hat. Ja, gut, aber es ist ja schon andererseits auch so, dass er eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, dass der Rainer einfach die 8 wegspielt, nicht läuft und gar dann einen freien Tisch. So ist es. Und wenn er nicht trifft, gar nichts trifft, hat er halt Ball in Hand auf die 11, dann kann er das Problem zumindest wegspielen. Aber wie du sagst, es ist immer ein Risiko, wenn man so eine offene Partie hat. Ne? Ich möchte die 8 jetzt drin sehen. Ja. Aber wir lassen uns überraschen, was er vorhat. Ja, ich finde es auch gut, dass er sich Zeit lässt. Ja. Das kann sein letzter Ball sein und auch keine hohen Wahrscheinlichkeiten hat, sag ich mal, trotzdem alles geben und ausmessen und genau gucken, wie man sich wohlfühlt. Das finde ich gut. Ich fühle mich manchmal so ein bisschen komisch, weißt du, wenn ich spiele und dann so ein unmöglicher, nee, das ist kein unmöglicher Ball, ja, aber wenn der Vorbild mir zu lange anguckt, denke ich mir immer, ja, denken Leute, ich denke, ich lauf den wirklich oder so, ja, oder was. Keine Ahnung, das sind nur aber ich finde, man sieht viel häufiger, dass Leute gerade so einen Ball viel schneller angehen, anstatt sich dann wirklich die Zeit zu nehmen und sich genau anzugucken. Ja, ich nehme sehr gerne die Zeit. Sehr, sehr schnell an die Partie und ich sag mal jetzt, es steht 4-1. Die Chance, das aufzuholen, ist da, aber schon ein bisschen gering jetzt mit der Situation, mit der 8. Aber ist alles möglich. Haben wir alles schon gesehen. Was probiert er denn da jetzt? Er meint damit ganz viel, die 8 vielleicht noch direkt zu lochen. Also das könnte ich mir, weißt du, knapp an der 9 vorbei, ganz viel rechts zu viel und dünn die 8. Meinst du, das ist noch möglich? Irgendwie sicher, ja. Irgendwie muss es gehen. Und von den Möglichkeiten, die er hat, das ist auch. Es ist, und er kann die 8 dann noch in der Lochnähe liegen lassen. Ja, ich finde auf jeden Fall Rainers Körpersprache sehr interessant, weil es sehr schwer zu deuten ist, was er wirklich vorhat. Also meine Meinung. Ich glaube, ich spiele den jetzt so, wie ich gesagt. Oder halt auch ins andere Eckloch ansagen. Spielt er doch. Hat er schon was angesagt? Hast du das gesehen? Ich hab's nicht gesehen. Ich guck auch die ganze Zeit. Also ich hätte zwei Ideen. Ja, schieß los. Das wäre über die lange Bande als Vorbande die 8 über ins Eckloch zu spielen. Oder über die kurze Bande die 8 ganz lang hoch. Was natürlich aufgrund der Entfernung wieder schwieriger ist. Ja. Sieht das so aus, als würde bei beiden nicht die weiße fallen, oder? Höchstens er hat, bei der Seite, bei der langen Bande zuerst, dass da vielleicht die weiße fallen kann. Aber bei der jetzt nicht. Zumindest nicht direkt tatsächlich. Auch interessant. Er wollte die Weiße hinter die Elf legen. Er möchte eine Kugel gegen alle anderen aushebeln. Also ich sag's nicht ironisch. Nein, ich finde das gut. Aber er wollte hinter der Elf fliegen bleiben, dass der Luca gesaved ist vor allen anderen seinen Kugeln. Ja, das ist jetzt, ne, wenn er die 9 lang nicht spielen kann, auch keine so schlechte Idee gewesen. Ja, stimmt. Ja. Leider ein bisschen von der Elf weggelaufen, sodass er die Elf spielen kann. Und läuft da rein und hat somit jetzt die ganze Partie offen. Ja, das sieht dann schlecht aus. Also gut, also er ist sie gar nicht angegangen, er hat defensiv gespielt. Das sieht man auch sehr selten tatsächlich, dass in so einer Situation man nicht halt diese Vorbande angeht und sagt, der fällt da rein, ich sag was an und hau da mal drauf, sondern tatsächlich mit Köpfchen kontrolliert eine Resave zu spielen, die ja auch gar nicht mal so schlecht war. Ja. Also viel fehlte da nicht. Ja, nicht der Press an der 8 oder so, hat einen guten Weg und hat die 8 frei. Aber die Kugel muss man ja erstmal reinlegen. Gut. Das ist da 14, 13,
und dann hier in der Bande 15. Und Tristan, wie schaut's aus? Willst du noch weiter kommentieren? Wenn jetzt hier gleich vorbei ist. Ja, also ich sag mal, oder ich. Also spielen werde ich heute nicht mehr. Nicht. Das hat sich schon erledigt. Ich möchte es eigentlich noch zweimal qualifizieren. Nochmal zweimal? Jetzt verlieren wir 100, dann kannst du gegen dich spielen. Ja, wollte sein, das wird dann richtig schwer. Kannst du am Montag gegen dich spielen. Okay, also 13. Und dann. Ja, also 13, 15, 9, 8. Also im Endeffekt könnte man jetzt sagen, Stoppball oder vielleicht mit leichten Zugball. Dann nochmal die Weiße ein Stück hinterherlaufen lassen. Und dann sollte sich das Spiel positiv für Luca entscheiden. Ja, cool. Damit mit den nächsten zwei Kugeln wird der Luca dann in der zweiten Gewinnerrunde sein. Das heißt, ein Sieg fehlt und dann noch zum Aufsteigen. Genau, aber auch einer hat noch die Chance, durch die Verliererseite sich aufzuqualifizieren. Dafür auf jeden Fall viel Erfolg. Ich denke, wir sehen hier die letzte Kugel der Partie. Ja, es war cool, dann noch mit dem Saves da. Genau. Sehr, sehr interessant tatsächlich. Und, genau. Aber Luca entscheidet das 5-1 für sich. Wir bedanken uns und wünschen euch weiterhin viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.